Ja, ich habe ja Kraft, wenn du mir gleich, ich habe ja gesagt, oh, Mann! Helene, kannst du nicht einfach stehen bleiben? Aber wenn ich mit dir rede, dann muss ich doch stehen bleiben. Wolltest du mit mir reden? Wir wollten doch hier mal reden. Ich wollte dir gerade mal Hallo sagen. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Ja, ja. Du fandest es nett hier bei Pom. Ja. Entschuldigung. Haben Sie reserviert? Ja, sicher. Balkon, erste Reihe. Ja, ja. Das ist ja toll. Wie bei uns zu Hause. Wir wohnen auch am direkten Balkonblick. Das ist ja toll. Hinze, grüß Gott, Helene. Jürgen, das ja. Freut mich. Helene. Hi, das kann ich mir gut merken. Ja, ja. Heidi und Helene, grüß Gott. Ja. Hi, Renate. Renate und Christian. Nein, ich mach so. Das ist der Hans. Ja, ich bin der Mann von meiner Ja, ah, ja. Meiner Frau. Ja, ja. Genau. Ja, ja. Lassen, ja, ja. Sie, lassen Sie sich nicht immer schlagen. Bitte? Lassen Sie sich nicht immer schlagen. Nein, das war ja jetzt mehr ein Auffahr. Ja, aber das war mehrfach. Da müssen Sie aufpassen. Was? Frauen machen sowas und sagen, das war Zufall. Wie jetzt? Ach so, meinen Sie? Moment, Schwind. Gehört er zu Ihnen? Nein. Ach so. Zu Ihnen. Ja. Sie haben getauscht. Ja. Ja. Machen wir jede mal Woche. Was Neues. Ja. Jede Woche. Und den nächsten Tisch wieder getauscht. Also so ein bisschen abwechselnd. Ja, ja. Ein bisschen. Aber Sie haben gesagt, Sie sind ansteckend. Ja. Ich nehme mal den in meine linke Hand. Nein, nehmen Sie mal den in Ihre rechte. Ja. Schön fest zusammendrücken. Ja, mein Finger wollte so. Jetzt hast du so halten einfach. Ich werde meinen jetzt hier zerkugeln. Ich fasse ihn auf. Ich habe meinen Volkshochschulkurs besucht. Ne? Ja, ich sage immer, das muss er. Ja, ja. Jetzt geht das hier durch, nicht? Ne? Und das ist jetzt wie Zauberei. Ja. Maggi. Praktisch. Maggi. Ja. Maggi. Ja. Jubelt schon ein bisschen, oder? Maggi. Ja, das ist ein kleiner Scherz. Ja. So, mache ich so, nicht? Ne? Und ist jetzt meiner weggekühlt. Drehen Sie mal um. Und mal vorsichtig die Finger aufmachen. Mal gucken, was denn. Ja, schön, ne? Schön, oder? Der ist gut, ne? Ja, der ist gut, ne? Kein Loch in der Hand. Kein Loch. Nein. Sie, ich sag Ihnen, seit mein Mann zur Volkshochschule geht, ist er viel ausgeglichener. Ja. Ja. Sollten wir unseren Männern auch geht empfehlen. Hier in der Jeder Luft. Mann braucht ein Hobby. Ja, ja, genau. Gell, Hans? Ja, genau. Oh. Hier, ich kann noch mal hier so eins. Der ist auch gut. Auch in der Volkshochschule? Ja, bei Herrn Borchers. Immer Dienstagabend, 18:30 bis 20 Uhr. Jetzt passt ihr mal auf, jetzt müssen wir hier hingucken. Das Tuch kommt hier in die Hand, das werde ich jetzt in dieser Hand verzaubern. Ja, Achtung, das geht hier rein. So. So, und jetzt passiert's, nicht? Achtung jetzt mal. Nicht weggucken. Jetzt ist das hier, das ist praktisch der magische Moment. Man weiß noch nicht genau, was passiert, aber zack. Und dann kommt es hier unten rot raus. Ja. Toll, nicht? Gut, toll, ja. Passt in es geht oben, das verfärbt sich. Und es nicht geht auch andersrum. Das hat noch nie jemand von mir gezaubert. Das ist ja nicht so wahrscheinlich. Muss man hier nicht weggucken. Jetzt es geht auch noch geht zurück. Auch. Ich kann unten rot, dann kommt das weiß oben raus. Es geht in beide Richtungen. Ja? Und das Tolle ist, weil das wirklich ganz ein kleines Wunder ist, praktisch, man braucht noch nicht mal ein rotes Tuch. Braucht man nicht. Das ist toll, oder? Der kann wirklich zaubern. Ja. Ja. Ich habe das ja, nicht gesehen. Das ist ja doch. Sie haben es nicht gesehen. Ja, vielleicht müssen Sie die Sonnenbrille anmachen. Nee, den kann ich gar nicht. Ach so. Ist gut, ja? Dann machen wir mal was, das wir besser sehen. Ich muss mal gucken, ob mein Problem noch. Der Herr Jürgen. Und wir haben gerade eins gefunden im Kopf. Ja. Am Tor haben wir eins. Ja. Ja. Das lag da war nur ein bisschen doof, weil der war total abgeflogen. Ja, war total abgeflogen. Ja, ja. War ein bisschen blöd. Aber es waren noch ein paar Papiere drin. Da habe ich mal was gesehen. Origami war das, ne? Ja, das machen wir bei den Landfrauen. Das hat er direkt übernommen. Ja, das ist ganz schön. Gucken Sie mal. Da brauchen Sie solche Zettel. Und da brauchen Sie 5 Stück. Nicht? 1, 2, 3, 4, 5. Alle gleich groß. Und die muss man jetzt ganz sorgfältig
nicht. Bei Origami muss man sehr sorgfältig sein. Eck auf Eck hier legen und dann zweimal falten. Zack, und einmal aufgefaltet. Und schon haben Sie hier 1, 2, 3, 4, 5 mal 50 Euro. Das ist praktisch, gell? Toll, ne? Toll, oder? Ja. Und das ist wirklich gute Qualität. Ja, das kann man nicht meckern. Wir können das auch hier nochmal. Man darf es nicht mit Karo-Papier machen, weil dann sieht man das Wasserzeichen nicht. Genau, genau. Ja. Nee, ist eine schöne Sache. Also, ja, schön. Kann man, kann es ist nicht. Unglaublich, ich kann ja. Das nicht sehen. Ja. Ach, na ja. Nee, jetzt hat es wieder nicht gesehen. Nein. Pass auf, wir machen noch ein letztes Kunststück. Ja. Das können Sie auch mal in die Hand nehmen. Ja. Wenn Sie jetzt ein bisschen, aber das ist nicht so schlimm. Ja. Können Sie hier. So. Oh, so klein. Nehmen Sie auch mal ein. Können Sie mal dran ziehen ein bisschen. Das ist jetzt wirklich ein ganz praktischer Trick auch für den Haushalt. Sehr relevant. Ja, nicht, keine Knoten an. Keine Knoten. Nee, das mache ich dann schon. Ja, aber darf ich mal ganz kurz? Sehen Sie, ich nehme die jetzt hier so in die Hand. Ja. Die drei Stücke, die sind ja unterschiedlich lang und nehme alle Enden nach oben. Das können Sie zu Hause direkt ausprobieren. Alle Enden nach oben. Auch hier so auf einen Schütteln, das einmal durcheinander bringen und dann einfach hier langziehen. Schon haben Sie drei Seilstücke, die alle die gleiche Länge haben. Eins, zwei, drei. Ja. Alle Seile gleich. Ja, das ist toll, oder? Das Wahnsinn, oder? Die hat dann einen verknotet. Das ist beste Verarbeitung. Das habe ich gesehen. Und geht auch wieder zurück, pass auf. Geht wieder zurück, ganz schnell. Schön zurück und zack. Wie kann man bloß so viel erwecken? Volkshochschule Hannover. Mein Hannover. Ja, genau. Ja, genau. Ja, aber das ist ja ganz so schwierig, wenn einer mal rumzaubert. Ne? Das verstehen Sie ja dann auch nicht. Der zaubert ja alles weg. Ein bisschen warm machen, das Material. Ja. Ein bisschen ziehen. Und dann aus der Wange. Ich kenne mich mit sowas nicht aus. Nee. Luftballons. Ja, ich kann mich ja gar nicht. Achso. Sie müssen das richtige Ende in Mund. Ja, das ist ein Loch. Ja. Auf der einen Seite ist ein Loch, das muss sein. Genau. Ja. Genau. Und dann Fuß, der nichts sieht. Bin ich drück. Nein, ich mache hier schon mal weiter. Ja. Ich habe da mal einen Volkshochschulkurs. So, ja. Da ist also wirklich, kann man schön hier nicht. Und jetzt. Die Volkshochschule wird vom Steuerzahler zuschubst, ne? Ja. Die zahlen sie nicht selber. Natürlich, nein. Ja, wir zahlen ja auch Steuern. Das muss man ja auch schicken. Ja, nur, es müssen dann ja auch Leute bezahlen, die den Land schützen. So ist das ja. Ist das so? Sie können ja einfach nutzen. Ja. Melden Sie doch einfach an. Die Leute, die Opernausgaben kaufen, ja, die werden mit 150 Euro pro Karte bezuschusst. Von meinem Steuergeld. Dann sagen die, dann geben Sie auch ein Opern. Ich will aber entscheiden, wo ich bin. Ja. Ja. Das finde ich ganz toll. Glückwunsch. Das war ja anstrengend. So, hier, jetzt sind wir hier mal. Jetzt toll. So. Ich zeig das noch mal ganz kurz hier rüber. Ich würde jetzt aber leider verschenkt. Das tut mir jetzt leid. Ich würde es gerne hier rüber geben, aber das ist für Sie. Ne? Für Sie beide können Sie sich abwechseln. Danke. Vielleicht so alle 5 Minuten mal tauschen. Ja, das muss ich dann gut machen. Ja, nur, danke noch für den Tag. Ja. Danke.